wir gucken eine Runde Shorts und let's go. Ich habe eure Lieblingspizzen gemacht. Oh, Pizza. Die ist für dich, mein Liebling. Und die für dich, mein kleiner Schatz. Und was ist mit mir? Und wer genau bist du? Ich hatte jetzt nichts für Freunde eingeplant. Mama? Du, wir wollten jetzt eigentlich als Familie essen. Soll ich deine Mama anrufen, dass sie dich abholt? Aber Mama, ich... Mama, ich glaube, der war nach mir im Bauch. Ich sehe den auch manchmal im Badezimmer. Oh mein Gott, ein Einbrecher. Ey, ich war das mittlere Geschwisterkind, Leute, und ich kann sagen, das ist echt richtig ätzend, Mann. Wir sind alle Dorfkinder. Ja, ich auch. Leider nicht, Bro. Wir sind alle Dorfkinder. Darauf sind wir stolz. Falscher Song. Wir sind alle Dorfkinder. Ach so, das ist ein Song, das wusste ich gar nicht. Ist auf eurer Stadt. Ja, richtig. Folgst du Finnel? Natürlich folge ich dir. 200 Euro für dich. Dankeschön. Wow. Gerne. Das habe ich schon öfter gesehen. Der Typ ist echt korrekt, Mann. Wie heißt mein neuer Song? Ich habe keine Ahnung. Fängt mit D an. Dumm. Ja, genau so. Entschuldigung. Wie heißt mein neuer Song? Erste Million. Erste Million? Ich glaube, es war der alte oder so irgendwie. Ja, leider falsch. Wie heißt mein neuer Song? Ich weiß es nicht. Ich kenne nur deinen alten Millionär und... Also nee, leider nicht. Jo, wie heißt mein neuer Song? Er hat da schon wieder Geld in der Hand, Leute. Ich ahne schon Böses. Ich glaube, Dorfkinder? Dorfkinder, ja, ist richtig. Ey, ich finde den Song. Ach so, das war sein Song. Ey, danke dir, das sind deine AirPods. Wirklich jetzt? Ja. Danke, ich habe dir schon immer AirPods gerne, gerne. Grüß, Digga, an den Ehrenmann. Wie heißt mein neuer? Den lasse ich ein Like da, Digga. Hey, wieso schläfst du während meines Unterrichts? Weil ihre Stimme so beruhigend ist. Oh, Leute, das kenne ich zu gut. Kennt ihr das, wenn, stellt euch einmal vor, gerade ist Sommer, aber im Winter, es ist kalt, du kommst zur Schule, du hast wenig geschlafen, weil du den ganzen Tag durchgezockt hast und dann der Lehrer mit so einer ganz entspannten Stimme und du hängst da und du wirst immer müder. Ach ja, wieso schlafen dann die anderen nicht? Weil die anderen ihnen scheinbar nicht zuhören. Die hören dir wohl zu. Lukas, sag schon. Was? Sehen Sie, ich sag's doch. Die Schule ist trotzdem kein Ort zum Schlafen. Mein Lieber, wenn die Schule kein Ort zum Schlafen ist, dann ist zu Hause auch kein Ort zum Lernen. Okay, der hat ihn absolut hops genommen. Digga, den Typen feiere ich auch. Iman, was läuft hier? Einen Apfel. Hier nimmt sie einfach einen Apfel, beißt rein. Oh, ist das niedlich. Wenn sie jetzt nicht den Apfel bezahlen geht. Wir gehen ihn natürlich bezahlen. Hier geben wir den Apfel ab. Sie soll dem Mann Geld geben, gibt sie aber nicht. Sie täuscht nur an. Ich gebe ihm das Geld, sie hat die Apfel und ist glücklich. Okay, das ist eine süße Geschichte und auch ein cooler Sprecher. Sie täuscht an. Okay, weiter geht's. Bubble Tea oder Kaugummis? Ist doch klar. Kaugummis. Bubble Tea oder feuchtes Toilettenpapier für Popo abwischen? Das ist eine schwierige Sache. Leute, feuchtes Papier ist schon wichtig auf Toilette, ganz ehrlich. Das ist schon nice, oder? Bubble Tea. Okay, jetzt aber. Bubble Tea oder die neuen AirPods? Ah, die AirPods sind schon okay. Hm. Nicht so geil wie Bubble Tea. Bubble Tea oder dieser schicke Hut? Der Hut ist ja wohl richtig cool. Bubble Tea natürlich. Wow. Jetzt habe ich dich aber. Bubble Tea oder einen blauen Mercedes AMG? Wie? Was? Wirklich? Ja. Locker ist es ein Spielzeug AMG. Ich wette. Her damit. Ich wusste es. Ja, gedribbelt. Ist das dein Ernst? Digi, der Tierney Boy kenne ich. Ich habe den Namen auch schon mal gehört. Den abonniere ich auf jeden Fall, Digga. Kuss geht raus. Normale Freunde versus... Kann ich mir deine Grün ausleihen? Eine Grün? Ja. Uff. Der Boxershorts auf dem Kopf. Gleich Kunst. Ich male damit gleich einen Baum. Damit wollte ich gleich die Sonne malen. Und das Ding ist, danach malen wir auch ein Haus. Ich brauche die alle auch so ein bisschen zum Schattieren. Wer kennt's nicht? Okay, kein Problem. Oh, ich habe ein Federläppchen zu Hause. Ah! Oh mein Gott! Warte, du hast keinen Stift? Nein. Okay, warte, schon, nimm davon die Hälfte. Danke. Okay, warte, hast du ein Papier zum Schreiben? Das auch nicht. Oh, scheiße, warte. Okay, warte, wir machen so. Schau, okay, nimm du das Größere, da kannst du deine Notiz machen. Okay, danke. Und was hast du noch? Hier, nimm meine Haare. Oh, danke. Gerne. Oh, danke. So, Herr Müller, wir können weitermachen, Herr Müller, wir können weitermachen. Also, ich sag mal, was mein bester Freund gemacht hätte, der hat mich schon ausgelacht und gesagt, ja, keine Schrift mehr dabei. Hausaufgaben auch nicht. Ungefähr so. Aber ich verstehe die Message dahinter. Beste Freunde sind schon cool. Felix, ich gehe kurz Milch holen bei der Tanke. Ich komme gleich wieder, ne? Nein, bitte nicht, Papa, ich brauche dich. Ach. Milch holen bei der Tanke. Also Leute, ist natürlich jetzt ein schwieriger Moment. Gucken Felix, wir mal. Felix, ich werde nicht einfach durchziehen und nie wieder aufkreuzen. Bin gleich wieder da. Das waren jetzt 5 Minuten. Ich habe ja gesagt, dass ich wiederkomme.
Papa! Opa? Was machst du denn hier? Ich hab so lange auf dich gewartet. Felix? Was? Ich war doch nur 5 Minuten weg. Deine 5 Minuten waren 50 Jahre hier zu Hause. Nein, ich hab sogar ein Videotagebuch gemacht. Yo, Dad, meine erste Freundin. Ey, wie krass ist das denn? Paps, ich hab mich fürs Jurastudium entschieden. Papa, du bist offiziell Opa geworden. Ich hab dir gesagt, du sollst nicht gehen. Wir haben Milch. Ich weiß, aus welchem Film das ist, Leute. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Interstellar ist das. Und da ist das mit dieser Zeitdilatation, wenn man ganz nah am schwarzen Loch ist, vergeht die Zeit viel langsamer als halt normal. Und das stellt er halt gerade nach. Das finde ich richtig nice. Gebrauch. Und ich einen Vater. Es tut mir so leid. Es ist schon okay. Warte, ich hab die Cornflakes vergessen. Komm gleich wieder. Der Typ ist klasse. Ey, Leute, ich könnte euch den Super-Like geben, weil er riecht gut. Nein, Mia. Ich hasse dich. Ich oh, Eltern, Tochtern. Mama? Mama, Papa? Tja, Mama? Wenn die nicht da ist, ne? Ist schlimm. Mama? Papa? Meine Mama und mein Papa sind weg. Ich will nicht, dass sie weg sind. Mia, was ist los? Nix, was machst du hier? Ich wollte doch gar keine Eltern haben. Ach Leute, aber da ist schon ein bisschen was dran, ne? Weil, also wenn ich jetzt mal an damals denke, wegen so Kleinigkeiten, mich auch immer voll sauer gewesen hat, gedacht, wenn meine Mom nicht mehr da wäre, aber am Ende des Tages ist man natürlich froh. Oh, Klimakleber, interessantes Thema. Ich hab mich festgeklebt. Kannst du mich lösen? Ich muss mal. Ja, das ist halt blöd gelaufen, ne? Die fährt einfach los. Oh nein. Hier, wir machen dich sauber und nach Hause. Warum hast du mich gestern nicht mitgenommen? Damit du lernst Lektion. Welche? Wirst du dich kleben nochmal fest? Oh nein, das mache ich nie wieder. Lektion abgeschlossen, erfolgreich. Da ist was dran, Leute. Das könnte man natürlich auch mal ausprobieren, ne? Was ist eigentlich, wenn die da einfach kleben bleiben? Interessant. Die meisten von euch denken, Milo ist ein Mädchen. Ich glaube, das liegt daran, dass er lange Haare hat. Okay. Also, ehrlich, Leute, jetzt gerade nicht so, aber sieht schon aus wie ein Mädchen, weil er lange Haare hat und eben noch kindlich aussieht, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Aber ja, gucken wir mal weiter. Durch als hipper Fußballer, als auch das stylische Girl. Ich finde stimmt. Aber, dass er mit seinem Universalgesicht sich wunderbar auf einer Kinderschokoladenpackung machen würde. Okay, das stimmt. Was meint ihr? Die meisten. Also, ich muss schon sagen, der auf einer Kinderschokolade, das würde ich auch absolut sehen. Da hat sie total recht. Ey, Freunde, was ist das schon wieder für ein wilder Short gewesen? Eine Zigarette verkürzt das Leben um 1 Stunde. Nicht, dass ich das Rauchen befürworte, aber eine Unterrichtsstunde verkürzt das Leben auch um 45 Minuten. Ist so. Gutes Argument. Da hat er nicht ganz Unrecht, Leute. Oh ja, Mann. Aber Zigaretten führen zum Tod. Die Schule doch auch. Was? Warum? Naja, Lehrerbücher werden aus Papier hergestellt, Papier wird aus Bäumen hergestellt und wir brauchen Bäume für Sauerstoff. Also bringt uns die Schule um. Oh no. Eine Zigarette verkürzt. Da hat er ihn aber richtig hops genommen, Leute. Muss man sagen, das Argument ist gar nicht mal so schlecht, aber Schule ist schon wichtig, damit die meisten Kids nicht so dumm sind. Meine Mama kennt diesen Trend noch nicht, aber ich bin gespannt auf ihre Reaktion. Oh ja, da bin ich auch mal gespannt. Was für ein Trend. Das ist ein Bild von den Eltern meiner Mama. Zuerst ohne Filter. Okay, das ist crazy. Die zeigt jetzt im Prinzip die gestorbenen Eltern mit Gesichtsemotionen. Das ist schon ein bisschen gruselig, Leute. Aber irgendwo natürlich auch schön. Ist schon süß, muss man sagen. Ist schon süß. Aber stellt euch mal vor, wie das in ein paar Jahrzehnten wird, ne? Muss man auch so sehen. Dinge, die jeder hasst. Nummer eins, man liegt im Bett, man hat es sich bequem gemacht, man denkt, man kann in Ruhe schlafen und dann plötzlich fällt einem eine Sache ein, die man vergessen hat. So eine Mathehausaufgabe, so eine PowerPoint und man muss aufstehen. Nummer zwei, ja, das kenne ich. Kaugummi gekaut hat und danach kaltes Wasser trinkt. Warum tut es so weh? Das fühlt sich an, als würde mein Hals durchbohren. Aber
Ich weiß nicht, also Wasser nach Kaugummi finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Was noch schlimmer ist, ist Orangensaft mit Zahnpasta. Auch Nummer 3, man will ganz... Orangensaft auf Zahnpasta, das habe ich persönlich noch nicht gemacht. In Ruhe auf der Couch, auf dem Bett, am Handy chillen und der Handy-Akku ist leer. Und das Allerschlimmste ist, wenn es in der Nähe keine einzige Steckdose gibt und man kann nicht liegen bleiben. Dinge, die jeder... Ja, das verstehe ich schon. Aber Leute, man muss aber auch sagen, dass am Ende des Tages man froh sein kann, wenn man diese ganzen Sachen noch machen kann. Stellt euch mal vor, ihr werdet im Rollstuhl, dann wäre das definitiv ein bisschen unbequemer. Bei wem ist das auch so? Du, ich komme noch gern zu dir rein, aber versprich mir eine Sache, okay? Ja? Sag deine Mama nicht wieder wie letztes Mal, dass ich Hunger habe. Ja, was du keinen Hunger oh, hast. Oh, Leute, das ist schwierig. Naja, doch schon. Dann lass doch zusammen essen. Ja, aber lass uns einfach eine Pizza machen und sag's nicht schon wieder deiner Mama. Das ist immer so unangenehm. Versprochen. Ich sage nichts meiner Mama und wir machen uns jeder heimlich selbst eine Pizza. Danke. Hi, Mama. Na, ihr zwei? Jule hat voll Hunger und will sofort, dass du ihm jetzt was kochst. Nein! Ja, Leute, das kenne ich. Muss man aber auch sagen, da unterscheiden sich die coolen Eltern von den Freunden mit den anderen. Ich hatte viele Freunde damals als Kind und muss sagen, so bei dem einen oder anderen Kollegen, da war es völlig egal, da waren die Eltern gefühlt auch nie zu Hause. Und bei dem, ich hatte so einen russischen Kumpel, der ja, wenn ich da war, sofort: Danny, hallo, ich mach dir ein bisschen russische Gericht hier. Und dann hat die da was rausgezaubert. Alter Schwede, ja, wie, da kannst du ja auch nicht Nein sagen. Das ist dann beleidigend. Den ganzen Tag nur blaues Essen essen. Oha, da bin ich mal gespannt. Ich geile habe Challenge. Ich habe mit blauen Takis angefangen. Ein bisschen scharf, aber das geht immer. Dann habe ich im Euro schon blaue Zuckerwatte gesehen und dachte mir so, das müssen wir essen. Ne? Auch nicht schlecht, ja. War auch ganz lecker. Anschließend habe ich Powerade getrunken. Leute, mit dieser Challenge kann man nur ungesund essen. Und deshalb habe ich mir Pflaumen gekauft. Ja, Pflaumen sind blau. Da habe ich so ein blaues Saft gefunden. Schlümpfe natürlich. Im Rewe gab es einfach blaues Flasche. Yo, wie viele blaue Sachen gibt es eigentlich? Also, das hat dann natürlich gepasst, ne? Aber so lecker war es nicht, so wie ich gedacht habe. Naja, Red Bull darf ja nicht fehlen. Schmeckt auch gut. Tut mir leid, Leute, aber ich muss jetzt endlich richtig essen. Welche Challenge als nächstes? Oh, ich mache gerade eine Diät, Leute. Also, Körperaufbau. Und wenn ich diesen fetten Döner sehe, kriege ich richtig Hunger. Ach, machen wir mal lieber Ende für heute. Das war auf jeden Fall wieder mit einigen Shorts auf meinem Kanal. Leute, falls ihr mehr von diesem Format wollt, jeden Tag, lasst einfach ein Like da und schreibt Hashtag Shorts in die Kommentare. Dickes Küsschen. Dano, out.